Hallo, liebe Freunde der Geschichte und hallo an alle, die es vielleicht erst noch werden wollen. Willkommen zurück zu This Land is My Land. Ja, und in dieser Folge werden wir jetzt erstmal unserem eigenen Camp helfen, indem wir hier diese Leute vertreiben, beziehungsweise ja. Diesmal habe ich vor, sie nicht zu vertreiben. Ehrlich gesagt. Da sind sie schon. Also, wenn ich sie nur natürlich schnappen kann, ohne dass was passiert. Das scheint nur einer zu sein. Nein, es sind zwei. Aber die stehen da auch äußerst günstig. So. Na gut. War etwas weniger Rache, als ich ursprünglich mal geplant hatte. Aber wir haben wieder einen Planwagen dazu bekommen. Plus 200 Skill Points. Wenn wir jetzt den zweiten auch noch vertreiben. Halt, warte mal, haben wir den schon gelootet? Können wir anscheinend nicht. Na gut, dann vertreiben wir den. So. Wir sind überladen mit Zeug. Tja. Das packen wir mal raus. 144, das packen wir auch raus. So. Schon sind wir nicht mehr überladen. Was haben wir denn hier drin? Einen Brief nehmen wir mit. Eine Patrone. Eine und damit sind wir überladen. Haben wir irgendwelche Objectives jetzt dazu bekommen? Nein. Ich frage mich, wozu der Brief denn gut war. Tja. So. Haben wir das jetzt hier geklärt? Anscheinend noch nicht. Moment. Wir fahren erstmal mit diesem Wagen ins Camp. Okay, jetzt haben wir sie vertrieben. Da drüben ist auch noch ein Planwagen. Der scheint noch von einem früheren Kampf übrig zu sein. Wo ist jetzt bitte das Camp? Da drüben. Okay.
So. Runter. Dann holen wir mal den Planwagen da drüben. So wir das denn können. Nein, können wir nicht. Der steht hier einfach nur rum. Und hat Lootkram bei dabei. Okay, das nehmen wir mal mit. Das brauchen wir alles nicht. Tja. Ich wollte mir eigentlich so ein Gewehr ursprünglich mal herstellen, aber naja, gut. Wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht bringen. Gut, dann hätten wir das hier erledigt. Wieder zurück zum Pferd. Und zurück zu der ursprünglichen Aufgabe, die wir mal hatten. Gibt es jetzt hier auf der Karte eigentlich, das ist immer noch der feindliche Trading Post. Da gibt es Pferde. Tja. Okay, die Karte ist immer noch ziemlich groß. Dann zurück zum Outpost, bitteschön. Entschuldigung. So, wupp, zurück aufs Pferd. Es ist wieder dunkel, das heißt, wir könnten dort wieder Leute abgreifen. Jetzt könnten wir allerdings erstmal noch ein bisschen was von dem Loot, den wir dabei haben, vorher in zum Beispiel Voxels Camp ist eigentlich ganz gut ausgestattet. Artes Camp hat auch Waffen. Ja. Den Revolver, den Revolver. Kommt eigentlich das Gewehr auch. Wir finden garantiert wieder neue Gewehre. Die Munition. Okay. Das sollte genügen. Dann versuchen wir mal wieder ein paar von Bane Flats Bivouac Area abzugreifen. Bei Nacht ist das ja immer noch ein bisschen einfacher als bei Tag. Oh, da kommt einer gerade aus dem Haus rausmarschiert. Ist immer noch recht lebendig hier. Gucken wir mal inzwischen, was es hier schon an Loot gibt. Weapon Blueprint. Okay. Das Seil nehme ich auch mit und den Pfeil auch.
So, mal gucken, ob sich hier schon mal. Ja, die ersten Schlafgeräusche höre ich schon. Eine einzelne Kugel in so einem Wagen. Das ist ja auch irgendwie. Naja. Jetzt hier noch was. Ja. Ein paar Spielkarten und auch eine Patrone. Hier wird es wieder Tag. Da kommt gerade einer rausgelaufen. Na, mal gucken. Wir müssen hier eigentlich nur irgendwie am Rande des Camps warten, bis sich mal einer wieder irgendwo von der Gruppe löst. Wie der zum Beispiel hier gerade. Oh, das ist jetzt gerade nicht so günstig. Na, na, na. Du wirst doch nicht in die Büsche laufen. Huh. Der läuft weg. You're probably looking for this. Go check it. I know where it is. Please leave me alone. So, hat keiner gesehen. Wunderbar. So. Ist doch nicht wahr. Schon wieder ATS Camp. Oh, nice. Das ist ein ziemlich gutes Gewehr. So. Wir nehmen wieder den Hunter's Bow. So, Artis Camp. Ja, es liegt halt immer noch ziemlich an der Grenze, wo der Feind halt am Kämpfen ist. Wie viele Leute haben wir? Zwei. Ist nicht die Welt. Ist nicht die Welt. So, mal gucken. Da unten laufen wieder zwei ziemlich dicht beieinander. Einer scheint im Gebäude zu sein. Hier links von uns. Der andere ein bisschen weiter dahinter. Mal gucken, ob wir uns den. Eventuell krallen können. Nee, im Gebäude scheint tatsächlich doch keiner zu sein. Ja, hier scheint nichts drin zu sein. Oh. Ich weiß zwar nicht genau, wofür wir das brauchen. Wir nehmen es aber einfach mal mit. Scheint nichts zu sein, was es hier öfters gibt. So, gehen wir erstmal wieder raus. Unsere Special Person ist also 35 Meter in der Richtung.
Na, mal schauen. Oh, wen haben wir denn da noch? Ist nicht die Person, die wir brauchen. Nee, der läuft gerade ins Lager rein. Das ist nicht gut. Nee, er hat uns nicht gesehen. Das mit dem Perspektive hin und her schieben ist gar nicht so schlecht, tatsächlich hier um die Ecken rum zu sneaken. Nö. Okay, hier ist nichts drin. Ich muss aufhören, die Sachen zu looten, bevor hier wirklich alles erledigt ist. Irgendwo ein Einzelkämpfer, der sich von der Gruppe löst. Da ist einer. Hab ich dich. Und. Gute Nacht. Wupp. Komm, lass uns schnell von dannen ziehen, du da, du da. Auf dass ich dich vertreiben kann. Oh, die Duda Day. So. Ja, den nehme ich gerne mit. Das nehmen wir auch. So, einer weniger. Ich glaube, da würde uns der andere sehen, wenn wir das versuchen. Zu riskant. Tim Mainspring, okay. Essen vergiften? Nee. Nee, nee, nee. Ich will mir hier noch kein schlechtes Karma einfangen. Ja, okay. Die Richtung ist in Ordnung. Ich meinte den da oben, der da noch weglief. Hat ein bisschen was von Assassin's Creed, wo man auch erstmal überall rundherum schleichen muss. Die ganzen... Ah, schon wieder ein Mitglied von Tapadec. Da ist ja schon wieder so eine Gruppe. Oh, hier ist doch gerade eine Tür aufgegangen. Nö. Komisch. Da ist schon wieder eine Gruppe aufgetaucht, die habe ich doch gerade vertrieben. So, komm her, Kollege.
don't kill me. Wait, wait, here's my belongings. I told you what I know. Na dann. Hat auch nur eine Schrotflinte dabei. Was hat er noch? Ja. Gut. Langsam lichtet sich das Feld. Obwohl es immer noch mehr als genug zu sein scheint. Ihr braucht also keine Angst zu haben, wenn ihr die Leute mit Waffen wieder losschickt. Auch wenn sie nur intimidated sind, die werden sie nicht mehr gegen euch einsetzen. Na? Oh Gott. Oh Gott. Tardapek vanished. Oh Gott. Wir haben ein Camp verloren. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Tja, da müsste ich wahrscheinlich wieder Leute hinschicken. Hier ist die Person, die wir suchen. Vielleicht versuchen wir den mal irgendwie rauszulocken. Hat das irgendwer mitbekommen? Wo ist er hin? Ist er jetzt wieder aufgewacht? Wenn ja, wovon? Merkwürdig. Okay, die Leute sind aufgeschreckt. Hier durften sie mich ja nicht sehen. So, zwei Krieger. Und bitte los. Wir versuchen das Lager wieder zu befüllen. Tja, den kleinen Angriff hier hat jemand mitbekommen, wie es aussieht. Und den Kollegen wieder aufgeweckt. Waren zwar ziemlich viele Pfeile, aber komm schon.
Na, na, na. Jetzt haben uns einige gesehen. Aber ich glaube, der KI hier kann ich davonschleichen. So, das hat uns zwar ordentlich Stun Arrows gekostet, aber ich glaube, das dürfte es wert gewesen sein. Ja, zumindest haben wir hier ein ziemlich gutes Gewehr. So, den verscheuchen wir erstmal. Ja, die anderen ballern erstmal sinnlos in der Gegend rum. Bischof Thebarts van Elst. Hm. Ja. Thebarts van Elst. Sehr nett. Den Revolver brauchen wir gerade erstmal nicht. Jetzt haben wir zwei Gewehre davon. Das schmeißen wir mal raus. Und ja, kommt der Buddenbow. So, ein Krieger wurde entlassen und ist Artes Camp wieder. So, und Tadapek gehört wieder uns. Nein. Diese Leute sollen jetzt bitte erstmal Pfeile herstellen und Bögen. Gut, wahrscheinlich werden sie dafür Holz sammeln müssen. Dann schicken wir mal einen los zum Holz sammeln. Okay. Ja, und dann können wir uns, glaube ich, schon fast wieder dem Ende widmen. Zumindest von dieser Folge. Ich werde hier in der nächsten Folge weiter versuchen, unser Hauptziel abzugreifen. Möglicherweise beruhigen die Leute sich ja hier und gehen irgendwann nochmal schlafen. Gute Nacht. So, wenn der jetzt um die Ecke geht, habe ich Zeit, den hier zu greifen. Zack. Und los geht's. Am besten in diese Richtung. Kyle Günseler. Ja, gut. Okay. Nö. Das kannst du behalten. Und während ich den hier noch vertreibe, verabschiede ich mich mal schon für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid dabei, wenn ich in der nächsten Folge die anderen hier auseinandernehme und hoffentlich vertreibe. Bis dahin, gehabt euch wohl und macht's gut.